Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich wieder unsere Milchtütenverpackung-Box für uns. Nein, es ist die Fairy-Box aus dem Monat April. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Fairy-Box ist eine Beauty-Box, die Naturkosmetik enthält, die glaube ich auch komplett tierversuchsfrei ist. Ne? Wir haben 19,90 Euro für die Box zu bezahlen und die erscheint monatlich. Wir haben hier ungefähr 5 Beauty-Produkte immer drin enthalten und im Schnitt war es in den letzten Jahren immer ein Warenwert über 50 Euro. Dieses Mal sind es 48,88, aber das können wir verknapsen, denn letzten Monat war der Warenwert ja so richtig krass hoch, ne? Ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie vorzustellen. Vielen, vielen Dank, liebes Fairyboxen-Team. Und deswegen verlose ich auch in diesem Video wieder eine selbst zusammengestellte Beautybox. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Genauso wie wir hier auch Timestamps drin haben für diejenigen, die es nicht abwarten können, dass ich endlich das erste Produkt in die Kamera halte. Aber diese Unboxings sind ja eigentlich sowieso immer relativ zackig. Also wir kriegen das schon hin. Ja, es ist immer die gleiche Verpackung, die auch eine super Geschenkverpackung ist mit diesem süßen Vögelchen. Das ist ja das Fairyboxen-Logo. Hier hinten dran haben wir dann immer den Flyer hängen. Im April in deiner Box, da sind die Produkte aufgeführt. Fröhliche Ostern! Ja genau, im April ist Ostern, Leute. Ihr kennt sicher den Spruch, der April, der macht, was er will. Vielleicht hast du diesen Monat den einen oder anderen Tag frei und kannst machen, was du willst. Vielleicht triffst du dich mit Freunden, gehst tanzen oder verwöhnst dich selbst mit einem Fußbad und einer Fußmassage zu Hause. Schön, ja. Egal, wofür du dich entscheidest, du wirst in dieser Fairy Osterbox sicher die passende, wundervolle Naturkosmetik finden. Und ja, ein Goodie ist auch mit am Start und so weiter und so fort. Also quasi ein Nicht-Beauty-Produkt, ne? Nicht lang schnacken, die Box auspacken. Und das mache ich jetzt auch mal, indem ich hier einfach mal die Kordel löse. Dann haben wir hier auch immer diese Maisflips drin. Die sind irgendwie biologisch abbaubar. In der Biotonne kannst du die entsorgen. Ich bewahre die auf und kann die dementsprechend dann auch immer schön weiterverwenden. Dann schütte ich mal die Box hier aus. Sammy ist auch schon ganz aufgeregt. Das sind hier schwere Sachen hier drin. Der Wahnsinn. Da muss man auf... Ja, ich weiß, Sammy. Frauchen muss vorsichtiger sein im Leben, ne? Ich weiß. Okay, hier unten drin sind aber nur noch diese Flips. Okay, so, dann starten wir mal mit dem ersten Produkt, was ich richtig cool finde. I plus M, das ist eine Naturkosmetik-Firma aus Berlin und ich glaube auch Startup-mäßig, ne? Hands and More Fußcreme Bio Ginseng Bio Zaubernuss. Das finde ich schön. 50 ml. Ich verwende immer Fußcreme, Leute. Unsere Füße tragen uns durchs Leben, dann sollten wir sie auch pflegen und freundlich zu ihnen sein. Und das mache ich, ne? Die werde ich auf jeden Fall verwenden. Wir haben ja auch noch so Flyer mit drin. Da muss ich mal gucken. Also, das ist halt die Sache, ne? Die Beautyboxen müssen sich ja auch irgendwie finanzieren und dann bekommen die quasi die Produkte vergünstigt oder wie auch immer, dass sie die halt mit in die Box geben können und haben dann hier halt auch dementsprechend Werbung zu den Firmen auch mit dabei, wobei die Produkte an sich ja auch schon Werbung sind für die Firmen und deswegen finden wir auch immer wieder in Boxen halt Flyer drin, ne? Für mich vollkommen in Ordnung. Also wenn wir dadurch als Konsument die Produkte günstiger bekommen, eben durch die Box, bin ich fein mit. Und von dem einen oder anderen Produkt lasse ich mich ja auch immer wieder inspirieren, um es nachzukaufen. Hier habe ich ein Produkt, was sich sehr, sehr gut anhört. Werde ich als Körperpeeling verwenden oder als Badesalz. Denn hier oben in dieser Etage, es geht hier gerade voran, Leute, ne? Haben wir schon ein paar Zimmer ja auch renoviert. Darunter ja auch dieses YouTube-Zimmer. Ich sehe gerade die Kamera schief. Das muss ich nachher nachjustieren. Egal. Und das Badezimmer wird auch neu gemacht und wir werden hier eine Badewanne drin behalten. Ich freue mich, da kann ich auch richtig schön baden gehen. Auf jeden Fall haben wir hier von Lavida Salzburg Hot Chocolate Badesalz und Körperpeeling 100 Gramm. Und das ist Peeling, wo nicht viel Öl oder so drin ist. Es ist halt so ein, nicht Trockenpeeling, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich, ne? Finde ich total cool mit Salz, ein Salzpeeling. Ölsalzpeeling. Oh. Vor allem, wenn es dann mit Schokolade ist. Ich mag ja nicht gerne nach Essen zu riechen, aber sowas? Komm, ich will mal riechen. Ich will es essen. Oh, geil. Oh mein Gott, das riecht so schön nach Vanille und Kakao und süß, salzig, aber also richtig lecker.
Okay, da muss man aufpassen, dass man sich nicht isst, ne? Okay, 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 cool. Freue ich mich voll drüber. Ist richtig cool, vor allem, wenn du halt so Salz- oder Zuckerpeelings hast, dann löst das Peeling sich ja auch auf, also die Partikel, und du hast kein Mikroplastik oder so ein Gedönsen in dem Abwasser drin. Ne? Finde ich immer sehr, sehr geil. Nachhaltig. Nicht so viel geil sagen, Claudinchen. Dann habe ich hier am Start Bloomy Orange Euphrine Deo Roll-On Natural Young Deo. Okay, Care and Protect mit Bio-Inhaltsstoffen. Inhaltsstoffe auf pflanzlicher Basis, auch auf sensibler Haut, dermatologisch getestet, effektiver Schutz, sanfte Pflege mit Bio-Aloe Vera. Okay, Bloomy Orange. Also blumige Orange. Ich bin leider kein Fan von Orangenduft oder Zitrusdüften in solchen Geschichten, weil das für mich dann einfach zu schnell nach Reinigungsmitteln halt riecht, ne? Deswegen wird das weiter wandern. Aber es ist schön, dass wir ein Deo drin haben, denn jetzt so langsam kommen ja auch diese wärmeren Tage hoffentlich. Und dann werden wir alle ein Deo brauchen. Und ja, deswegen finde ich das gut. Also drei wirklich schöne, sinnvolle Produkte bislang. Dann habe ich hier eine Unicorn Nature Soap All-in-One. Also eine ganz kleine Seife ist hier drin mit 16 Gramm. Naturseife. Ja, ein Seifenstück. Kann man zum Händewaschen verwenden wahrscheinlich einfach, ne? Unicorn, ein Einhorn. Ja, riecht auch ganz angenehm. Süß. Da ist auch ein Einhorn als Logo drin. Also ich würde es jetzt als, ne, Handseife verwenden. Schauen wir mal, ob das nicht irgendwie was Spezielleres ist. Oh, boah, ich habe hier gerade so Rambazamba gemacht, ne? Hier ist ein loser, also ein Eyeshadow drin. Upsala. Okay, also, wo ist das denn? Hä? Hier, ja, All-in-One Naturseife Reisegröße. Unser Osterei kommt dieses Mal ganz ohne Kalorien zu dir und kann bei jedem Ausflug als Allrounder deine frühlingsfrische Begleitung sein. Die hochwertige Ganzkörperstückseife mit frischem Apfelduft und pflegendem Kokosöl ist als Duschgelersatz, Haarseife oder Handseife ein Pflegeerlebnis für den ganzen Körper. Sie ist selbstverständlich palmölfrei, vegan, biozertifiziert, klimaneutral und plastikfrei. Übrigens finde ich das richtig cool, dass die Fairybox jetzt endlich auch ein bisschen mehr auf dieses Kärtchen geschrieben hat. Die hatten jetzt ja, ich glaube, monatelang immer das Gleiche auch da drauf stehen. Und jetzt haben die auch mit Motto und so sich wieder was überlegt. Das finde ich richtig toll. Ja, ne? Das finde ich auch sehr praktisch. Die Seife kannst du dann auch super mit auf eine Reise nehmen und hast dann quasi was von Kopf bis Fuß zum Saubermachen. Ich persönlich bin jetzt kein Fan von festen Haarprodukten, einfach weil meine Kopfhaut das nicht so verträgt und meine Haare dadurch sehr, sehr stumpf werden. Aber das ist eine persönliche Präferenz. Dann habe ich hier insgesamt 6 Produkte in der Box, das ist cool. Den eben angesprochenen Lidschatten von Puro Bio Cosmetics, ein Eyeshadow und das ist die Farbe Schimmer 01. Ein wirklich schöner Ton, wenn man Mono-Look mag oder halt einfach Mono das tragen möchte. Ich bewahre solche Mono-Lidschatten immer auf. Die, die mich schon länger schauen, wissen das auch, dass ich dann übers Jahr immer die ganzen Lidschatten sammle, die einzelnen, und die am Ende des Jahres in Form eines Adventskalenders verlose. Und ja, da mache ich immer wieder jemanden mit glücklich, weil es gibt genug, die halt auf diese Monolidschatten halt stehen. Ne? Und als letztes Produkt habe ich hier mit drin enthalten Hippie Fable Redefining Lip Care Fresh Vanilla and Manuka Honey. Cool. Natural Airless Lip Balm, Lippenpflege, 6 ml. Oh, schön. Interessante Verpackung. Sehr interessant. Irgendwas krümelt hier. Keine Ahnung. Hä? Ich habe das jetzt aufgeschraubt. Und da ist dann noch was drin. Das war dann quasi die Umverpackung. Ach, sowas ist das. Schade. So zum Rausdrücken, ne? Zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits freue ich mich, weil das ist ja super hygienisch, weil du nimmst immer nur das, was du verwendest und gehst halt nicht mit dem Applikator wieder rein oder gehst auch nicht über die Lippen drüber. Andererseits ist es halt schwierig, weil für unterwegs ist es schwierig, ne? Da musst du halt vorher immer deine Hände waschen und so. Man muss halt einfach das für sich entscheiden, ne? Ich werde es verwenden, habe ich gerade entschieden, weil ich finde es auch definitiv besser als diese Pöttchen, weil da gehst du ja immer mit dem Finger rein und so. Also das finde ich wirklich gar nicht mal so verkehrt, aber muss man mögen. Muss man mögen. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du diese Applikationsform schön findest oder nicht. Würde mich interessieren. Genauso würde mich interessieren, wie du jetzt die Box fandest, die ich dir vorgestellt habe, denn es sind 6 Produkte hier drin enthalten gewesen, die wirklich schön ausgesucht sind.
Ich feiere diese Box. Also für mich ist es eine ganz, ganz tolle Box. Ich finde die Fußpflege toll, ich finde das Peeling toll. Das Deo wird weiter wandern wegen des Duftes, aber das ist eine persönliche Präferenz. Ein Seifenstück kann man gebrauchen, Lippenpflege kann man gebrauchen. Der Monolidschatten wird auch weiter wandern, auch das ist eine persönliche Präferenz. Aber, ne? Ich finde, das ist... Schreibt mir das auch mal, ne? Aber ja, das wäre es jetzt hier von mir gewesen und der Fairybox aus dem Monat April. Wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!